Hallo ihr Lieben, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für alles, dass ihr gefolgt seid den Posts, die ich gemacht habe, ob es auf Heilkräften, Geschichten und den Pflanzen ist oder auf meiner persönlichen Facebook-Seite. Ich bedanke mich bei allen für eure Kommentare, für dass ihr den Weg geht für Mutter Erde, dass ihr seht, dass die Mutter Erde nicht einfach nur eine runde Kugel ist, sondern ein Lebewesen. Ein Lebewesen voller Liebe, Pflanzen, Wesen, Tiere. Und so danke ich von ganzem Herzen all den Tieren, all den Pflanzen und all den Menschen, die immer mehr verstehen, dass wir alle eins sind. Die Pflanzen und wir sind eine große Familie. Wir sind Kinder von Mutter Erde und Vater Himmel. Ja, und in dieser Zeit, jetzt in diesen kommenden Rauchnächten, wünsche ich euch ganz viele Kenntnis und wundervolle Tage. Wer die Weihnachten feiert, bedenkt auch, an die Rückkehr des Lichts vom 21. Dezember, das wir jetzt gerade hatten. Jeden Tag werden die Tage wieder 2 Minuten länger, circa. Und das ist ja schon etwas ganz Wundervolles. Das zeigt uns doch schon, dass wir auf dem Weg sind. Immer wieder. Das Jahresrad dreht sich. Das Rad des Jahres dreht sich. Und auf jeden Tod kommt eine Geburt. Kommt der Winter, kommt der Frühling. Jetzt kommen die Kräfte zurück, ganz langsam. Bereiten sich die Samen in der Erde wieder darauf vor, dass die Sonne hat gekehrt, gewendet. Also die Erde hat sich gewendet und jetzt kommt das Licht zurück. Und auch die dunkle Zeit gehört natürlich zu uns, zu der Erde. Man soll die Dunkelheit nicht verdammen, sie gehört dazu. Es ist wichtig, seine Schattenseiten zu beleuchten, anzuschauen und nicht wegzuschauen. Auch wenn man vielleicht die guten Seiten von sich lieber hört als die schlechteren Seiten, so sind auch die schlechten Seiten nicht die schlechten Seiten, man darf sie anschauen. Ja, und das ist jetzt eine sehr besinnliche Zeit, eine sehr starke Zeit. Und das geht bis zu dem 6. Januar. Das ist der Tag der Göttin in der dreifachen Gestalt. Das hat man später und an Dreikönigstag daraus gemacht. Genießt die Zeit und seid beisammen und lebt das Leben, die Liebe und feiert die Dunkelheit, feiert das Licht. Zündet eine Kerze an für die Tiere, für die Pflanzen und für die Menschen, die es nicht so schön haben. Ob sie jetzt vielleicht Dinge haben, die ihnen fehlen als Nahrungsmittel oder weil sie nicht glücklich im Herz sein können. Wir können uns das Glück sehr stark selber manifestieren in unseren Herzen. Und das Leben kann man sich sehr stark auch selbst zum Guten wenden lassen. So, nun, ich habe wieder gesprochen, geredet. Ich möchte es nicht zu lange machen. Ich möchte euch einfach von Herzen alles, alles Liebe für die kommenden Tage, für das neue Jahr. Geht im Vertrauen. Es ist ein Jahr der Nummer 7. 2023. 2 und 2 und 3 gibt 7. Es ist eine gute Zahl. Also, alles, alles Liebe und Gute. Heute sende ich das aus der Leermondenergie. Es ist noch Leermond heute. Alles Liebe euch allen.
Alles Gute von mir und der wundervollen Lara. Gell, Schätzli? Alles Liebe. Aho.